Hallo, ja, da bin ich wieder. Herzlich willkommen wieder hier in Harrys Schmiede. Heute habe ich eine kleine Reparatur. Und das ist hier so ein Holzrückehaken oder Holzrückekette. Und ich habe da jetzt schon mal ein Loch reingebohrt. Und ihr seht da, das ist hier verbogen. Ja, den hatte ich schon mal gerichtet, aber ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie man die da einhängt. Er konnte mir das auch nicht so richtig sagen. Ich denke mal, die haben das einfach falsch eingehängt und deswegen verbiegt das immer. Und ich habe auch schon mal Holzrücken gemacht, allerdings mit Pferden. Und da haben wir erstmal statt einer runden Kette eine vierkantige Kette. Und der Haken ist ganz anders. Und den Haken, den werde ich jetzt so umarbeiten, wie ich das kenne. Und dann denke ich, dass es dann besser gehen wird. Dann werde ich Ihnen auch zeigen, wie man die einhängt. Und dann denke ich mal, dass es besser sein wird. Jetzt mal, ob man das sehen kann, wie man den einhakt. Natürlich eine fette Kette. Also, so sieht er jetzt aus, schon mal blank geschliffen. Und ich werde ihn jetzt hier auf beiden Seiten noch ein Stück Kettenglied dran schweißen, um das dicker zu bekommen und dass der Haken sich nicht in irgendeine Richtung verbiegen kann, wenn sie da wieder, weil die machen das mit einem großen Trecker und der hat natürlich ordentlich Kraft. Das ist auch, wenn das eingehängt ist, dass man dann hier was hat, wo man gut anpassen kann, um die wieder zu lösen. Guck mal, ob ich ein Stück rund nachher habe, wo ich rund, also ich habe ein paar draußen, ein paar Stücke liegen, da kann ich das mal zeigen, wie man die denn anschlägt. Kettenglieder. Ich habe hier noch ein altes. Also ich habe mehrere so eine alten Dinger, das schneide ich jetzt durch und dann kommt eins links und biege ich die ein bisschen auf. Das werdet ihr sehen. Ja, wunderbar. Die haben vor allem den gleichen Bogen, dass sie da auch schön raufpassen. Ja, ist natürlich völlig rostig. Muss ich natürlich erstmal den Rost entfernen, dass ich das auch vernünftig schweißen will. Ja, bevor ich den gleich nicht mehr anfassen kann, weil er zu heiß ist. Dass mir die Kette wieder runterfliegt. Ja, ich habe jetzt hier so eine Doppelung, dadurch ist er richtig schön breit und stabil. Vorne am Haken. Ja, ist alles schön sauber geschliffen. Dann kann ich da auch richtig schön drüber schweißen. Ne? Ja, und später kann man den schön an dem rausziehen, aber das zeige ich euch dann mal draußen. Ja, ich kühle den jetzt mal kurz ab, weil jetzt kann ich den so, muss ich hängen lassen und dann zeige ich euch den mal und danach schleife ich den noch ein bisschen hübsch und dann zeige ich euch draußen mal, wie man den anlegt. So, ich habe ein bisschen Wasser reingeholt. Eiswasser. Also das ist jetzt egal bei diesem Stahl, dass ich den Wasser abkühle. Das ist jetzt kein Stahl, der aushärtet. Also von daher ist es egal. Da kann man das ruhig mal ins Wasser schmeißen. Nass sieht das natürlich auch nochmal anders aus als trocken. Ne? Oh.
Nicht besonders hübsch, aber das ist ja auch egal. Ja, ein Werkzeug für den Wald muss nicht besonders hübsch aussehen, von daher reicht das so. Jo, so sieht das Ganze dann nun aus, wenn die eingehakt ist. Das ist natürlich jetzt ein Spielzeug im Vergleich, Entschuldigung fürs Wackeln, ist natürlich jetzt Spielzeug im Vergleich, was die damit wirklich im Wald rücken, ne? Man kann halt sehen hier, also das hält schon ganz gut, Entschuldigung. Man kann das gut ziehen und man kann das einfach wieder aushaken. Ja, und je nachdem, wie man es einhakt, ja, Kameraführung und das zu machen, ist natürlich nicht so einfach. Aber je nachdem, ich habe die jetzt hier nochmal doch nochmal ein bisschen hübsch geschliffen. Ja. Und was ich festgestellt habe, man kann den auch andersrum einhaken. Das ist auch kein Problem. Eigentlich so ist es falsch, so macht man es eigentlich nicht. Aber der Haken ist ganz gut. Weil wenn es so locker ist, kann er, ja, ist eigentlich egal. Aber andersrum ist besser, weil da liegt die Kette dann auf den Haken drauf. Und je nach kann man schön eng machen, kann man auch locker machen, aber man macht es natürlich eng. So. Und dann kann man es schön ziehen. Ja, der Vorteil, wenn man den Haken nach unten macht, ist natürlich, man kann es auch einfacher wieder lösen. Also das ist eigentlich der Hauptgrund. Also halten wird es in beide Richtungen, aber man macht es eigentlich, dass der Haken unten liegt, die Kette oben drüber. Und ja, dann kann man das halt am Zielort des Stammes dann wieder einfacher lösen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Und ja, das Übliche, ich würde mich tierisch über einen Daumen hoch freuen. Über ein Abo würde ich mich auch natürlich immer freuen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.